das umzusetzen, das ist Wahnsinn. Und aus einer Platte was zu zaubern mit eigener Hand, Wahnsinn. Wahnsinn. Toll. Ich habe mir vorgestellt, das wird so eine Bastelstunde quasi. Dass sowas bei rauskommt und sowas möglich ist, überhaupt gar keine Vorstellung gehabt. Also bin fasziniert und geflasht, was hier passiert. Ich habe auch nie gedacht, dass ich es schaffe, einen Schmetterling auszusägen und überhaupt aus einem ganz einfachen Stück Metall sowas Tolles herzustellen. Und ich weiß es jetzt erstmal zu würdigen, durch die ganzen Arbeitsschritte, wie wertvoll so ein Schmuckstück überhaupt ist. Und ich bin froh, dass ich das erfahren durfte. Würde ich auch jedem empfehlen, das mal selber für sich auszuprobieren. Was kommt dabei raus, wenn ich sowas mache, kreativ bin und das fließen lasse? Auch wenn man meint, man hat nicht so den Draht zu sowas, ausprobieren. Macht das. Ihr wisst gar nicht, was für tolle Sachen ihr wirklich fabrizieren könnt. Und dann könnt ihr wirklich sagen, das haben wir gemacht. Jeder hat ein Potenzial, irgendwas Kreatives zu machen. Man muss es nur zulassen. Ihr werdet selber überrascht sein. Die Tage werden euch bereichern und ihr werdet wahnsinnig viel mitnehmen an Kreativität. Ja, also zusammenfassend können wir wirklich sagen, es ist zum Schluss etwas rausgekommen, wo ihr selber überrascht wart, dass das technisch erstmal umsetzbar war.